Pull. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier auf der Olympia-Schießanlage in München. Jeder kennt die Situation, man ist auf dem Schießstand und es wird gemunkelt. Bin ich davor, bin ich dahinter, bin ich drunter? Jeder hat da seine eigene Meinung. Und wir zeigen heute ein Produkt, mit dem Sie nicht nur mutmaßen können, sondern mit dem man auch wirklich sehen kann, wo man letztendlich trifft. Ich grüße Sie. Vielen Hallo. Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen heute. Ja. Sie haben etwas Neues entwickelt. Was haben Sie uns heute mitgebracht? Korrekt. Das ist eine Kamera, die eigentlich sowohl die Flugbahn der Tonfarbe als auch die Bewegung der Mündung der Waffe eben monitort, verfolgt und auch dann im Video dann eben entsprechend anzeigt. Die Tontauben, aber auch die normalen Ziele, also wenn es ums olympische Schießen allgemein geht, werden erkannt. Mhm. Das geschieht mit Hilfe unserer Algorithmen. Das heißt, das ganze Produkt besteht nicht nur aus der Kamera selbst, sondern quasi aus den Halterungen, die es erlauben, die Kamera an eine Waffe zu befestigen, aber auch aus der Software. Die läuft auf einem iPad. Mhm. Wir unterstützen lediglich iOS, das heißt Apple-Produkte. Es ist eben möglich, in Videostream quasi die Flugbahn in Form einer Linie einzubetten. Mhm. Die Linie wird farblich angezeigt. Bei dynamischen Zielen wird auch die Flugbahn des eigentlichen Ziels eben auch gezeichnet in Bezug auf den Bilderrahmen und die Bewegung der Mündung wird in Bezug auf das Ziel. Die Kamera wird bei allen Typen bei allen Sportdisziplinen im olympischen Schießen eingesetzt. Trapskeet, Doppeltrap natürlich, ist für alle Disziplinen geeignet. Also ich bin sehr gespannt. Wir werden jetzt gleich die Kamera an der Flinte anbringen, Ihnen das auch zeigen, wie das genau funktioniert und dann vor allem auch dazu kommen zu schießen. Und ich bin ganz gespannt, ob ich davor, dahinter oder drüber liege. Schauen wir uns das Ganze doch jetzt mal gemeinsam an. Das ist dieser Klemmenadapter mit EPDM-Schutz hier an den Backen. So wird da der Lauf natürlich geschont und da entstehen keine Kratzer oder Beschädigungen am Lauf. Die eine Hälfte wird von der einen Seite des Laufes dann gelegt. Und die andere wird dann reingeschoben hier in diese Schiene. So. Und jetzt wird es dann festgeschraubt. Eigentlich sehr, sehr einfach. So, nach ein paar Stunden auf dem Schießstand und nach einigen Treffern, aber auch einigen Fehlversuchen, hat man nun die Möglichkeit, die Kamera ausführlich zu testen. Ich war überrascht, dass das Gewicht am Lauf doch wenig Unterschied macht beim Schießen. Und ich bin wirklich auch teilweise überrascht gewesen, wo man doch war, was man ganz anders vermutet hätte. Das Ganze ist übers Internet bestellbar. Richtig. Genau. In welchem Preisbereich bewegt sich das Ganze? Sie haben gesagt, wir haben zum einen das Produkt selber, sprich die Kamera, genau, plus dann noch die Möglichkeiten der In-App-Käufe. Vielleicht Richtig. Gehen wir erstmal auf die Kamera ein. Wo liegt die preislich? Genau, das Produkt, so wie es hier steht, also die ganze Box mit all den Bestandteilen, mit Anleitung, kostet 495 Euro. Das ist der Retailpreis, also Endkundenpreis und so kann die Kamera bestellt werden über das Internet, auf unserer Webseite, ganz einfach. Die gibt es in zwei Varianten im Moment, in Schwarz und in Orange. Mhm. Genau. Und die Preise für die App? Genau, die App ist ja in der Grundfunktion, also in der Basisversion, ist sie kostenlos. Mhm. Die In-App-Käufe erlauben dem Nutzer, diese ganze Zielerkennung zu aktivieren. Mhm. Und die Laufbewegung, aber auch die Flugbahn des Zieles oder bei olympischen Zielen, Kugeldisziplinen, einfach die Position des Zieles und die Bewegung des Laufes in Bezug auf das Ziel ins Video einzubetten. Mhm. Und da verkaufen wir Packages von 500 Läufen, das heißt 500 Videos können analysiert werden. Mhm. Und so ein Package kostet $59. Es ist ja möglich, so viele Packages zu erwerben, wie man möchte. Mhm. Wenn man 1000 Videos erwerben möchte, muss man halt zweimal
eben den Preis bezahlen. Mhm. Und ansonsten, wenn man das ja nicht braucht, wenn man einfach nur das Fadenkreuz und den roten Punkt ins Video integrieren möchte und dann ohne diese grafischen Hilfswerkzeuge dann nachschauen möchte, wo man war halt bei der Schussabgabe, ist es ja dann kostenlos. Okay, super. Genau. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und freue mich darauf, das Produkt demnächst auch selber nochmal ausprobieren zu können. Wunderbar. Vielen Dank.